Ja, Louis Napp vom Bolli Schiebling. Und nachdem Ela eben ein hübsches Video zum Game Gear gemacht hat, will ich noch mal ein paar Fakten nachschieben und euch das Ding auch noch mal vorstellen. Also, da ist er. Das ist ein Konkurrenzprodukt zum Game Boy. Die Segas hatten gesehen, dass der Game Boy eingeschlagen ist wie eine Bombe und dass ein Riesenmarkt dafür da war, mobil unterwegs zu zocken. Und als sie das gesehen haben, haben sie sich gedacht, Donnerwetter, das können wir auch. Und weil sie natürlich jetzt im Hintertreffen waren, weil Nintendo natürlich ununterbrochen am Verkaufen war, mussten sie Gas geben und das Teil irgendwie ihre Handheld-Konsole eben irgendwie in irgendeiner Form schnell und wirklich einfach entwickeln. Also sollte relativ fix gehen. Und es sollte technisch absolut überlegen sein, weil die Leute müssen ja irgendwie, warum sollen sie sich eine schlechtere Konsole kaufen? Das musste besser sein als der Game Boy. Generell kann man sagen, das ist natürlich gelungen. Das Teil ist dem Game Boy um Welten überlegen. Die Grafik, ich mache euch das mal an. Euch fällt sofort auf, Licht. Das Geflimmer kommt durch eine andere Wiederholfrequenz zwischen Kamera und dem Gerät hier. Das ist also, deswegen flackert das. In echt flackert es nicht, wenn ihr euch das selber anguckt. Und das Zweite, was man sieht, Farbe. Die Grafik ist hochauflösend, das sieht besser aus, es sieht alles besser aus. Das ist so. Sound. Sound ist auch gut. Ich meine, heute will ich sie so nicht mehr hören, aber seht ihr in der Mitte den hellen Streifen? Sekunde, wenn der Trailer eben das hier wieder vorbei ist, dann sieht man in der Mitte ist das Licht heller als oben und unten. Es geht so ein waagerechter Streifen durchs Bild. Sekunde, jetzt kommt es gleich wieder. Da. Das liegt am Prinzip der Beleuchtung. Während man heute LEDs oder OLEDs verbaut bei Bildschirmen, hat man damals nach einer Lösung gesucht, die anders ist und stromsparend ist. OLEDs und LED gab es seit Jahrzehnten noch nicht. LEDs waren damals rot, grün oder eben gelb. Es gab die blaue LED nicht und damit quasi auch die weiße nicht. Ja, und dann haben die überlegt, was können wir da reinbauen? Wenn ihr mal eine Taschenlampe genommen habt und ein Glühbirnchen da drin und dann Batterien rein und geguckt habt, wie lange das hält, so ein Ding ist nach einer Stunde geht, wird es langsam finster und dann wird die immer dunkler und dann hat sich das. Das heißt, das sind Riesen, also Glühlampen sind riesige Stromverbraucher im Vergleich zu Leuchtstofflampen. Und deswegen hat man das einzige alternative Zeug, was man damals nehmen konnte, genommen, und zwar eine winzige Leuchtstoffröhre eingebaut. Die ist aber natürlich länglich und dünn. Und deswegen hat man diesen Streifen genau an der Stelle, wo die dahinter hergeht. Da ist so ein Blechkästchen drin, das reflektiert auch nach oben und unten, damit das Bild halbwegs gleichmäßig ausgeleuchtet wird. Aber in der Mitte ist es halt am hellsten, da wo die Röhre hergeht. Ja, das hatte den Riesenvorteil, dass das Ding natürlich kein weniger Strom verbraucht hat als mit einer Glühlampe. Aber immer noch viel mehr als der Gameboy. Denn der Gameboy hatte überhaupt keine Beleuchtung. Das liegt daran, dass Nintendo, die Ingenieure, einen genialen Trick angewandt haben. Die hatten natürlich das gleiche Problem wie die Segas vorher. Also die Segas später hatten, aber die Nintendos hatten es vorher. Und zwar die Frage, wie beleuchten wir das Display, wie macht man, dass man überhaupt was sehen kann? Und die Nintendos haben einfach gedacht, wir tricksen. Im Dunkeln will eh keiner spielen. Also haben die eine Silberfolie genommen, eine Reflexionsfolie, und haben die hinter das Display geklebt. Und deswegen konnte man mit dem Gameboy nur bei Licht spielen, weil das Licht dann oben reinfiel, durch den Bildschirm durchging und von hinten durch die Folie wieder reflektiert wurde. Und
Deswegen sieht man da was. Man spart sich praktisch die gesamte Beleuchtung. Die Idee war gut, aber man konnte halt dann wirklich im Endeffekt, jeder, der einen Gameboy hat, weiß, dass er, es gibt immer Situationen, man dreht das Ding, man dreht die Kiste und versucht irgendwie, dass es gut aussieht und dann hat man es halt, aber man spielt halt nicht im Dunkeln und man staunte als Kind, gab es halt jede Menge Gelegenheiten, wo man im Dunkeln zocken musste. Abends im Bett, wenn die Eltern schon das Licht ausgemacht hatten, dann nützt einem natürlich ein Gameboy gar nichts mehr. Ne? Dann hatte man eine Taschenlampe und den Gameboy oder aber man musste eine zusätzliche Beleuchtung anschaffen, auch wieder mit Batterien. Und dann war man immer noch schlechter als hiermit. Ja, und hiermit ging es dann anders. Der Nachteil bei der ganzen Geschichte ist, die Idee der Beleuchtung war gut und macht den auch heute, es sieht immer noch ganz cool aus eigentlich. Und die Zeit hat halt auch gezeigt, Entschuldigung, die Zeit hat halt auch gezeigt, dass die, ist natürlich, heute ist alles beleuchtet. Klar, jedes Display vernünftig, aber heute ist es halt auch kein Faktor mehr. Damals war das Problem, dass 6 Batterien nur um 4 Stunden zu zocken. Vergleich Gameboy 14 Stunden mit 4 Batterien. Setze ich mich in München in den Zug und fahre mit dem Zug bis zur Nordsee hoch, wechsle ich hier 3-mal, 4-mal den Batteriensatz aus. Dann bin ich 15, 20 Mark los gewesen, um zu spielen. Das hatten wir als Kinder nicht, das Geld. Ja. Obwohl die Leute, das Ding hat sich 11 Millionen Mal verkauft, trotzdem, aber der Gameboy hat sich 120 Millionen Mal verkauft. Es war halt eigentlich ein Argument, was nützt dir eine Konsole, wenn du dich einfach nicht mit Batterien füttern kannst? Ela sagt ja, wir haben die als Kinder immer aus den Fernbedienungen geklaut, aber wie will man 6 Batterien alle paar Stunden irgendwo abziehen? Dann ist auch irgendwo mal gut. Das hatte keiner. Und das Geld als Kind, wenn das ganze Taschengeld in Batterien fließt, das nützt ja auch nichts. Es war einfach schlecht. Ja. Das ist natürlich traurig, weil das ist wieder mal einer von den Fällen, wo sich das bessere System nicht durchgesetzt hat. Die Konsole hatte dann noch das nächste Problem, der Preis, 299 D-Mark. Das war dramatisch teurer als der Gameboy. Und das K.O.-Kriterium im Vergleich zu vielen anderen, was man auch bei den 8-Bittern und so gesehen hat, bei den Computern C64, Schneider, Atari, 800 XL und so weiter, auch da hat sich der C64 durchgesetzt, obwohl er das schlechteste System war von denen oder eins der schlechteren, wenigsten Farben hatte und so weiter. Das ist die Software. Beim C64 hat jeder raubkopiert, bis zum geht nicht mehr. Es gab Tonnen von Software, die anderen hatten immer Mangel und hier ist es das gleiche gewesen. Eigentlich ist das Gerät ein Sega Master System, was mehr Farben darstellen kann, aber eine schlechtere Auflösung hat. Und dadurch, es gibt nicht ganz so viele Eigenentwicklungen. Es gibt zwar bis heute 300 Titel, klar, aber es gibt 650 beim Nintendo, beim Game Boy. Und hierbei sind die meisten halt Portierungen vom Sega Master System, die man einfach umgebaut hatte. Und ja, die Spiele von dem liefen nicht auf dem Master, konnte man nicht portieren, weil der da hier mehr Farben hatte oder nicht so einfach. Und beim Master System war es dann halt so, dass das die Leute natürlich, wenn sie Sega-Freunde waren, hatten sie das Ding schon. Und jetzt, ich muss nicht jedes Spiel, was ich auf meiner Heimkonsole habe, dann auch auf dem haben und Batteriefresser haben und unterwegs ja, irgendein schlechtes Sportspiel oder so dann portiert haben. Und deswegen, da ist ein ganz gewaltiges Defizit gewesen. Ja, dann hat Sega natürlich noch geguckt und hat überlegt, wie können wir noch einen Anreiz schaffen, was kann man noch mit dem Ding machen. Der Klotz ist natürlich jetzt im Vergleich zum Gameboy nicht wirklich handlich. Also das Ding hat
ein Mordsgewicht durch die 6 Batterien vor allem, dann ist es sehr, sehr klobig. Steckt euch das doch mal in die Hosentasche. Was ist denn das für eine Hose? Jackentasche, keine Chance. Eigentlich brauchte man eine Umhängetasche, um den Kram da reinzupacken. Es ist transportabel, ja, aber es ist nicht so gängig wie der Gameboy, nicht so fluffig. Und das Ganze, so das ist Material, die Materialanmutung, würde ich mal sagen, vom Kunststoff und vom Dings, wirkt halt auch ein bisschen billig. Trotz des hohen Preises. Und Sega hat dann überlegt, irgendwie müssen wir noch einen raushauen. Und dann kam das Teil hier noch dazu. Das ist ein TV-Decoder, Tuner. Das ist die Antenne, die Ela in ihrem Video schon gezeigt hat. Die Einaugenantenne, wo sie Angst hat, dass das Auge mit dem Teil aussticht. Achtet auf diese Antenne. Wenn ihr jetzt mal eben Video guckt, oder ein Video gucken ist ja nicht, Fernseh guckt, TV, dann sitzt ihr da. Jetzt müsst ihr überlegen, wir reden vom Jahr 1990, 91. Der sitzt da irgendwo draußen im Zug mit diesem Teil auf dem Schoß und stecht eurem Nachbarn das Auge damit aus. Wo will man die Antenne hindrehen? So. Ja. Fakt. Wo will man die Antenne hindrehen? Und dann kommt das Beste. Dann konntet ihr 3 Programme damit gucken. Ich weiß gar nicht, ob man da schon andere empfangen konnte, außer ARD, ZDF und WDR hier bei uns. Das ist ja eine Katastrophe, aber die Idee war gut. Und wenn man dann irgendwie, sage ich jetzt mal, man wäre jetzt Zelten gefahren oder sowas, oder dann hätte man natürlich unterwegs TV gehabt, was heute jeder auf dem Handy hat, aber damals war es halt nicht so. Und dann hätte man trotzdem Fußballspiel gucken können, wenn es denn dann übertragen wurde oder sonst irgendwas. Ja, in Deutschland ist es so, analoge Sender sind abgeschaltet. Und deswegen habt ihr dieses Bild noch. Dieser TV-Tuner ist leider von außen deaktiviert worden. Das heißt, kein Empfang von irgendwas mehr, weil nichts mehr da ist. Ja, mir war gerade eben schon beim Probelauf wieder aufgefallen. Hier ist der Knopf, um die Sender zu verstellen. Hier vorne habt ihr die Skala. Und wenn ihr jetzt hier verstellt, jetzt guckt euch mal an, wo der sitzt. Sieht man das? Hier, seitlich an dieser Kante. Da. Wie soll ich denn da drankommen? Jetzt fummelt man sich hier an dieser Kante vorbei und dreht. Und ihr seht da unten, da kommt ja nichts mehr. Wenn nicht noch irgendwo ein Amateur sitzt, der noch irgendwie was hier in Äther schießt, hier wird nichts mehr empfangen mit dem Ding. Aber es ist auch vom Handling her eine Katastrophe. Hier kommt man überhaupt nicht dran. Warum sitzt das Rad nicht oben drauf? Das ist ja, oder weiter vor. Das ist richtig schlecht gemacht. Naja, egal. Dann habt ihr hier oben, ich mach mal die Einaugenantenne wieder rein. So, dann habt ihr hier oben AV-In. Das ist wohl heute, so wie ich das gelesen habe, die einzige Möglichkeit, um noch Bildsignal auf das Display zu kriegen, weil man hier wohl aus dem Kabelnetz mit dem Adapter einspeisen kann. Puh. Technisch witzig, dass es geht, aber nein, brauchen tut man das nicht mehr, weil wenn ich ein Kabelnetz da habe, dann habe ich auch einen Fernseher. Dann brauche ich nicht auf dieser Kiste gucken. Hier, ich gucke, ich drehe auf VHF und UHF. Ja, hier ist noch ein Farbkorrekturrad. Irgendwie. Steht da jedenfalls. Color steht da. Kann ich das noch verdrehen? Ja, das ist ein Gerät, das ist skurril. Die Idee war gut. Ich weiß nicht, was das Ding gekostet hat damals, dieser TV-Tuner. Es wird natürlich nicht handlicher und ihr könnt sicher sein, dass es mit Sicherheit noch mehr Batterien gefressen hat danach. Weil natürlich, das Ding hier will ja auch versorgt werden.
insgesamt gesehen ein schönes Stück Technik. Sowohl der TV-Tuner, der ganz leicht hier rausgeht, nämlich nicht, als auch die Konsole muss in der Sammlung. Ich habe eben in den Kommentaren von Elas Video gelesen, da hat ein Experte sich gemeldet und hat dann gesagt, dass man heute in der Lage ist, also die haben hier eine Schwachstelle, die Kondensatoren fliegen meistens auseinander, über die altern und dann werden die undicht und verlieren Kapazität und dann geht Ton und Bild weg, nach und nach, und das kann man aber reparieren. Entweder gibt man es in fachkundige Hände, es sei denn, man kann es dann halt selber. Dieser hier war auch ein Totalschaden, in Anführungszeichen. Der hat nichts mehr gemacht. Und heute seht ihr, dass das Ding auch wieder läuft. Ja, und der Kollege da im Forum hat dann eben auch erzählt, dass sie auch Umrüstungen durchführen und unter anderem heute auf LED umbauen. LED-Mods machen. Dann nehmen bitte so Neonröhre, die kleine, die Leuchtstofflampe da hinten rausgenommen. Und dann wird auf LED umgebaut. Das ist natürlich deutlich stromsparender. Und das Licht wird gleichmäßiger sein als das hier. Und das hat natürlich einen riesen Vorteil. Ne? Dann, wenn man die Konsole heute noch öfters benutzt, dann hat man dann natürlich ein gleichmäßigeres Licht. Und es verbraucht viel, viel, viel weniger Batterie. Und man kann länger als die 4 Stunden zocken. Ja. Wenn ihr also so ein Teil auf dem Trödel findet oder sonst wo und es wird als defekt angegeben und wenn es nicht allzu teuer ist, dann kann man das riskieren und das mitnehmen und mal einfach ausprobieren oder es weggeben und vielleicht kleines Geld für eine Reparatur bezahlen oder es eben selber reparieren und hat dann vielleicht einen Schnapp gemacht. Ja, in diesem Sinne, schauen wir mal. Der hier ist auf jeden Fall ein Schmuckstück und ja, freue mich, dass wir in der Sammlung haben. Besorgt euch auch ein. Wir sehen uns das nächste Mal. Lasst mal ein Like da, vielleicht ein Abo. Und dann viel Spaß bei der Jagd nach so einem Dingen.